Ja, auch ein herzliches Hallo von mir. Erstmal schon eine erfreuliche Nachricht. Freitag freut uns natürlich, die uns da unterstützen und helfen. Ja, vom Personellen her hat sich jetzt nicht viel getan. Man hat Daniel Gordon ja ausgewechselt, weil er Probleme hatte, vorsichtshalber. Er hat aber gestern wieder trainieren können. Dadurch steht da einem Einsatz nichts im Wege. Malikar Ahmed war krank, hat gestern das erste Mal Rad gefahren und wird heute eine Steigerung machen, aber wird am Freitag nicht zur Verfügung stehen. Und bei Dominik Streungel haben wir gestern auch mal langsam gemacht. Er hatte eine Stauchung am Sprunggelenk. Mal schauen, wie es heute dann läuft. Ansonsten sind wir soweit alle hergestellt. Ja, es kommt auf das an, was wir jetzt die letzten Spiele auch gezeigt haben, dass wir konzentriert ans Werk gehen, dass wir kämpferisch eine gute Leistung abliefern. Denn das ist notwendig. Gerade Freitagabends, hast du ja schon angesprochen, ist eine spezielle Atmosphäre. Und das wird auch in Lotterstedt in den DFB-Pokalspielen gesehen. Ja, deswegen sollte man gewarnt sein und strebig angehen und dann werden wir auch da erfolgreich sein. Man kann schon sagen, dass Lotte jetzt 7 Punkte noch Vorsprung hat vor dem ersten Abstiegsplatz, aber letztendlich ist es auch eine Mannschaft, die viel Kampfgeist und viel Leidenschaft auf den Platz bringt und ein schnelles Umschaltspiel hat. Da müssen wir aufpassen. Sie haben vorne schon gute, schnelle, bewegliche Spieler. Und was natürlich auch nicht zu verachten ist, ist das, was der Stolli gerade auch gesagt hat: diese Pokalspiele im letzten Jahr, sowas schweißt zusammen. Wenn du Leverkusen oder Bremen bzw. 60 noch rausschmeißt, dann sieht man schon, was Lotte in der Lage sein kann. Und da müssen wir von Anfang an dagegen wirken. Ja, wir haben natürlich jetzt in der englischen Woche auch dann gesehen, dass ein bisschen ja, der Tank dann langsam leer war. Und trotzdem konnten wir dann, und das war das sehr Positive, in der Halle in der zweiten Halbzeit auf Reserve umschalten und die Mannschaft hat dann noch schön rausholen können. Jetzt haben wir den Tank wieder aufgefüllt. Und wir haben jetzt in der englischen Woche, und das ist ein kleiner Vorteil natürlich, von Freitag auf Mittwoch, von Mittwoch auf Sonntag jeweils einen Tag mehr wie in der letzten. Und ich glaube, so ein Tag bringt uns dementsprechend schon etwas. Aber es kann ja schon sein, dass wir da auch dann früher oder vielleicht auch mal der eine oder andere von Beginn an spielen wird, der jetzt nicht von Beginn an gespielt hat. Es gibt viele Möglichkeiten. Wir haben natürlich jetzt, Marc Lorenz hat angefangen. Das Spiel vorher hat Tide angefangen gehabt. Wir haben noch den Burak draußen. Der Dominik Streungel hat dann eine zweite Halbzeit in Halle sehr, sehr gut gespielt. Wir sind dann schon etwas, was den vorderen Bereich betrifft, da wo viel Laufarbeit ist, da müssen wir eher den Augenmerk drauf werfen wie im hinteren Bereich. Also meines Wissens spielt Lotte das zweite Jahr drin. Ist das korrekt? Ich sehe ein Ja. Nicken von Ja. allen, also ist er nicht der direkte Aufsteiger, sondern es ist aber oft so, man sieht es ja auch oft, dass eine Euphorie mitgeht, logischerweise, und dann im zweiten Jahr die Euphorie nicht mehr so da ist und zum Alltag einkehrt, das ist ja oft so. Man sieht ja auch viele Mannschaften, auch in der ersten, zweiten Liga, die ein Jahr vorher ganz oben mitspielen und denken, es läuft von alleine und spielen im nächsten Jahr unten mit und andersrum. Die unten waren, die wollen ums nackte Überleben kämpfen, kämpfen ein paar Prozent mehr und sind schon dann oben. Ja, da. Aber jetzt, ob das auf Lotte zutrifft, letztendlich mit Sicherheit spielen sie für ihre Mittel eine ordentliche Rolle bis jetzt. Und deswegen aber auch diese Pokalspiele, man sieht, was in diesem kleinen Stadion dann auch möglich sein kann. Deswegen müssen wir uns da hundertprozentig konzentrieren, wie in jedes Spiel an die Leistungsgrenze gehen. Wir können uns keine Prozentverluste leisten. Und dann denke ich auch, dass wir aus Lotte was mitnehmen. Ja, natürlich ist es für einen Trainer, für die Mannschaft nicht einfach, wenn 4 Leute ausfallen. Auf der anderen Seite kommen auch wieder 2 zurück mit Rosinger und Langlitz. Deswegen haben sie eigentlich nur 2 Ausfälle, wenn man es mal so sieht. Natürlich fehlen mit Sicherheit diese Spieler, die vorher Stammkräfte waren. Aber sowas passiert und ob es uns die Aufgabe erleichtert oder schwerer macht, mit Sicherheit, von der Beobachtung mit Sicherheit, weil man nicht genau weiß, wie sie dann genau auftreten. Aber letztendlich ist es das, was wir auf die Wiese bringen müssen immer und diese Art und Weise. Und wenn wir das schaffen, dann bin ich guter Dinge.